Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sinking City. Heute am 17.11. um Viertel vor neun. Ja, 10 vor neun eher. Am Morgen wieder mal. Und ja, ich werde jetzt heute weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ein bisschen mit der Hauptstory auch mal weitermachen. Weil letztes Mal waren wir eher mit den Nebenquests beschäftigt. Und ja, okay, so ganz fange ich noch nicht mit den Hauptquests oder mache ich nicht mit den Hauptquests weiter, weil wir waren letztes Mal ja bei dem verschwundenen Spiegel stehen geblieben. Vom Robert Throckmorton. Und ja, sein Vater Francis wurde erwähnt. Und ich darf mich jetzt mal in seinem Arbeitszimmer umsehen. Um zu gucken, was er mit der alten Frau auf sich hat. So. Gut, ich muss einmal nach oben. Schlüssel habe ich bekommen. Ich hoffe mal, hat er auch gespeichert. Nein, hier ist er auf jeden Fall nicht. Ja, hier ist er bestimmt, ne? Okay, ist kein allzu großes Zimmer. Also es war hier auf jeden Fall auf dem Anwesen, hat er gesagt. Da geht's raus. Ach, oder unten, das kann natürlich auch sein. Wobei, nee, die Tür ist hier auch nicht. Ach, wir finden das schon. Da bin ich zuversichtlich. Nee, es wird ja heute auch keine allzu lange Aufnahme werden. Normalerweise nehme ich das Spiel eigentlich immer ein bisschen länger auf. Aber ich wollte gleich noch ein bisschen beim Adventskalender weitermachen. Und ich schätze mal so ein Stündchen, anderthalb nehme ich hier auf. Und ja, den Rest investiere ich dann für kleinere Aufnahmen. Also langsam muss ich ein bisschen Gas geben. Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Halt die Klappe. Ah, direkt am Morgen Krankenwagen. So gehört sich das. Entschuldigung, ich muss nochmal nachgucken hier. Die Frau, die den Auftrag zum Spielraub gab, erwähnte einen Francis. Dabei muss es sich um Robert Throckmortons verstorbenen Vater handeln. Sein Arbeitsamt befindet sich nach wie vor im Haus der Throckmortons und Robert Throckmorton gab mir den Schlüssel, damit ich mich dort umsehen kann. Das war auf jeden Fall schon mal nicht gelogen, was ich euch erzählt habe. Es tut mir leid, es ist so laut. Ja, perfekter Start für die Aufnahme, ne? So. Gut, wo ist das Kackzimmer? Ach, hier. Haha, guck mal. Das sieht eher aus wie eine Abstellkammer, aber ist ja nicht schlimm. Guten Tag. Francis Throckmorton discovers the unknown Africa. Scheint eine Expedition mit hochgesteckten Zielen gewesen zu sein. Wie der Vater, so der Sohn. Ja, ich weiß ja nicht, wonach die gesucht haben. Außergewöhnliche Handwerkskunst. Die müssen ein Vermögen wert sein. Nimm einfach mal was mit. Was hältst du denn davon? Ah, guck mal, da oben ist auch noch was. Die Spitzen sind sicher ganz schön spitz. Okay. Also scheint auf jeden Fall eine Affinität für Afrika zu haben. Lip. Rosie. 1891. Francis muss 1891 ganz schön beschäftigt gewesen sein. Also ist jetzt die Frage, ist das der Name vom Affen oder ist das der Name der Frau? Exklusives Interview. Francis Throckmortons Expedition in Afrika war eine der ambitioniertesten Unternehmungen des Jahres 1891, auch wenn sie leider wenig Beachtung fand. Er kehrte mit zahlreichen historischen Artefakten, unbezahlbaren Forschungsergebnissen für die Anthropologie, einem neugeborenen Sohn getauft auf den Namen Robert. Ja, auch schon ganz schön. Ah ne, das geht ja eigentlich, ne? Ich bin ja hier nicht in den 50er, da bin ich gerade vertan. Und faszinierenden kulturellen Einblicken zurück. Er hat sich bereit erklärt, die Leser des Oakmont Chronicle heute mit einem exklusiven Interview an einigen seiner neuen Erkenntnisse teilhaben zu lassen. Haben wir hier auch irgendwo noch eine Aufnahme von dem Interview oder so? Den Rand habe ich gesehen, keine Sorge. So. Gucken wir uns das doch mal an. Ah! Sesam, öffne dich! Mein Gott, ich bin direkt wieder wahnsinnig, ist unglaublich. Das Kind kommt mir durchaus bekannt vor. Ach, das ist wahrscheinlich der Robot, okay. Private Korrespondenz, 12.12.1894. Francis, eine Scheidung ist heutzutage keine einfache Angelegenheit und war es in der Rechtspraxis noch nie. Du musst vor Gericht ein ganz eindeutiges Fehlverhalten deiner Frau darlegen können, damit die Scheidung bewilligt wird. Am erfolgsversprechendsten ist Gewalt, Ehebruch oder eine unheilbare Geisteskrankheit. Ich habe den Eindruck, dass der Tod deines erstgeborenen Sohnes im zarten Alter von 7 Jahren, Bethany, einen schweren Schlag versetzt hat. Ich hoffe inständig, dass sie sich wieder erholt. Andererseits genießt die Irrenanstalt vom Augen einen sehr guten Ruf. Beste Grüße, Chauncey. Aha. Okay. Ich habe da so eine Vermutung. Ich schätze mal, ich muss jetzt in die Irrenanstalt reisen. Da konnte ich ja nämlich auch die Archive durchforsten, soweit ich mich jetzt nicht täusche. Ich schau doch nicht, ich habe alle Hinweise gefunden. Ich habe bisher nur alle Schlüsselhinweise gefunden. Das müsste jetzt eigentlich gelb sein, genau. Das heißt, irgendwas gibt's hier noch. Irgendwas.
Brauch was Grünes. Oder darf ich hier Gedankenspiel machen? Nee, leider nicht. Bla 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 bla. Ja, ist okay. Wo soll ich nochmal mit dem quatschen? Aber interessant, dass der Francis auch noch ein anderes Kind hatte. Ein zweites Kind. Ja, aber hier ist sonst nichts mehr. Okay. Dann ist es halt so. Oder kann ich immer noch ein Foto von machen? Die Vasen interessieren ihn nicht, okay. Das ist ein gutes Recht. Dann quatschen wir nochmal mit dem Robert. Hat der noch was zu erzählen? Hallo? Ah, okay. Ich hätte ein paar Fragen über Bethany. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen kenne. Ich bin im Zuge meiner Ermittlungen auf sie gestoßen. Ihr Vater ließ sich einst scheiden und seine Ex-Frau heißt Bethany. Ach, die Geschichte. Ich war damals zu jung, um mich jetzt an irgendetwas zu erinnern. Aber das geht ohnehin nur meinen Vater etwas an. Und an Klatsch beteilige ich mich nicht. 1891 hat Ihr Vater eine Expedition geleitet. Wissen Sie etwas darüber? Dazu kann ich Ihnen leider nicht viel sagen. Ich war damals noch ein Säugling. Und mein Vater hat die Ergebnisse seiner Expedition nie öffentlich gemacht. Was wirklich ein Jammer ist. Seine Arbeit hätte die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt. Ja, das sehe ich. Schönen Tag noch. Ja, super. Okay, alle Hinweise gefunden. Das hat sich ja richtig gelohnt. Okay. Also wie gesagt, ich denke mal, ich werde einmal in das Archiv der Irrenanstalt müssen. Oder Heilanstalt, vielleicht soll ich das lieber so formulieren. Das heißt, ich brauche einmal einen Schnellreisepunkt. Wobei, das war doch hier direkt in der Nähe, ne? Quasi. Ja, so halb. Den habe ich ja schon freigeschaltet, ne? Coverside Ost. Dann düsen wir da mal eben hin. So. Und flups. Da sind wir schon. Perfekt. Kannst du einfach so über die Mauer klettern? Hallo? Bestimmt, ne? Ja, das kann er. Das kann er. Das sieht so verlassen aus, ne? Ohne Scheiß. Ich habe vor kurzem, vorgestern war so ziemlich genau zu sein, Shutter Island geguckt, ne? Warum ist es eigentlich immer so? Vor allem in der damaligen Zeit solche Heilanstalten, ne? Dass sie immer so abgefuckt aussehen und einfach alles andere als einladend. Ich Hallo. Bin auf der Suche nach einer gewissen Bethany Throckmorton. Ist sie zufällig unter ihren Patienten? Also wenn wir eine Throckmorton hier hätten, wüsste ich das. Wobei, wir haben eine Bethany. Oder besser gesagt, hatten. Sie wird vermisst. Und das nicht nach einem ihrer Spaziergänge. Spaziergänge? Lassen Sie Ihre Patienten etwa raus? Ach, Bethany war völlig harmlos. Und sie kam immer zurück. Aber dieses Mal, so kenne ich sie gar nicht. Wollen Sie damit sagen, sie ist ausgebrochen? Ja, und dabei hat sie einen Pfleger niedergeschlagen. Im Nu war sie draußen, weil sie uns völlig kalt erwischt hat. Sie war sonst nämlich immer völlig harmlos. Haben Sie eine Idee, wo sie jetzt sein könnte? Nee, aber sie verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig. Sie führte Selbstgespräche und malte ein sonderbares Bild an ihre Zimmerwand. Interessant. Kann ich mir ihr Zimmer einmal ansehen? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Es befindet sich im Untergeschoss, abseits von den Zimmern der anderen Patienten. Aber treten Sie nicht auf das zerbrochene Glas. Wiedersehen. Es ist jetzt aber ein bisschen komisch, ne? Weil wenn sie so harmlos ist und nie auffällig war, warum ist sie dann von den anderen so isoliert? Das wundert mich. Achso, okay, das hatten wir ja schon mal gesehen. Guten Tag. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Ich habe schon so einiges gesehen, glaub mir. Gehen wir mal hier runter. So, ich habe jetzt den Weg ins Untergeschoss gefunden. Gut, hier war ich wohl auch schon mal. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bald, vielleicht aber auch nie. Ah, hier ist das Zimmer. Okay. Den Spiegel mochte sie wohl nicht sonderlich. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Was hier an der Wand? Nee.
Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Was sind das denn für welche? Ja, okay, Francis steht da schon drauf. Ah, das ist die andere Hälfte von dem Bild. Dem Gesichtsausdruck der Frau nachzuurteilen, wurde das Foto mit vorgehaltener Waffe gemacht. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier schon mal wieder irgendwas machen, aber das mache ich gleich erst. Mich jetzt erstmal, glaube ich, ihre Habseligkeiten. Ganz wichtig. Warum hat die ohne Scheiß eingewiesene Patronen und Schießpulver? Einfach mal so am Stiesel. Okay, das ist das nächste Bild, das Gemälde, was sie wahrscheinlich erzählt hatte, wovon sie erzählt hatte. Bethanys Notiz. Alles, was ich tue, tue ich für meinen geliebten Hammond. Das darf man nicht vergessen. Wie konnte ich nur denken, dass in diesem Schurken Squint die Vernunft stärker ist als die Gier? Er gelangte in den Besitz des Spiegels, wie auch immer er das angestellt hat. Aber bei der Übergabe wollte er plötzlich mehr. Und er besaß sogar die Frechheit, mich zu erpressen, indem er sagte, er könne sich nach einem anderen Käufer suchen. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand hat das Recht, sich zwischen eine Mutter und ihr Kind zu stellen. Was haben wir hier? Die Throckmortons trauern. Der junge Hammond Throckmorton, Francis Throckmortons erstgeborener Sohn, ist tot. Bei einem Familienausflug kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Unfall, bei dem Hammond so schwere Verletzungen erlitt, dass er trotz aller Bemühungen des Arztes nicht wiederbelebt werden konnte. Die Beerdigung wird gegen Ende der Woche im Kreise der engsten Familie und Freunde stattfinden. In dieser dunklen Stunde voller Trauer versuchen wir dankbar für alles zu sein, was wir haben. Insbesondere für unseren kleinen Warbird, teilte Francis Throckmorton mit. Da er nun mein einziger Erbe ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihn vor jeglichen Unheil zu schützen. Ja, dann trat halt Bethany auf den Plan, ne? Hier war auch noch jemand, oder? Nein, das da hinten ist klar. Ach so, okay, es ist das eine, okay. Ich finde eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Erzähl mir mehr. Was zum? Okay. Nee, ich möchte es eigentlich nicht nochmal sehen. Wow, okay, es ist in meinem Gesicht hier ganz komisch. Unterwegs. Ja, aber ich glaube, das war's. Also mehr Hinweise finde ich hier, glaube ich, nicht. Also sie hat auf jeden Fall am Tod ihres Erstgeborenen zu knabbern. Keine Frage. Aber warum sie jetzt was so ein Hill gegen Robert hat, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Da ist wieder Sherlock im Hintergrund, ne? Da, Sherlock. Seht ihr das? In weiß geschrieben. Bestimmt eine, Cross-Referenz. Kann ich ja auch noch... Ah, guck mal. Das Blut ist fast getrocknet. Okay, geht hier so also weiter. Ne, zu den früheren Spielen von Frogwares. Ah, guck mal. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Ah, okay. Schauen wir erstmal, wo die einzelnen Hinweise uns hinführen. Bleiben Sie stehen. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Aber jetzt hat sie diesen Spiegel gehabt, ne? War offensichtlich auch hier mit dem Spiegel. Das heißt, sie hat den Mord vorher gemacht, bevor sie quasi hier abgehauen ist. Das wird wahrscheinlich der Pfleger sein. Den hat sie außer Gefecht gesetzt. Dann haut sie mit dem Spiegel ab. Ja, muss ja eigentlich so sein, ne? Ja, komm. Sie haben keine Macht. Klick. Bleiben Sie stehen. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Glovers Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Wow, warum werde ich immer wahnsinnig? Okay, wahrscheinlich, weil diese Retroskopie einiges abverlangt. Aber da gibt es immer noch irgendwas. Ich muss wahrscheinlich mal nochmal mit der Pflegerin quatschen. Nein, du bist nicht die Pflegerin. Ja, wohl, warum die alle wahnsinnig werden, ey, so wie das hier aufgebaut ist. Ey, da geht er drunter. Ah, hier. Das Bild habe ich doch wieder erkannt. Guten Tag. Offensichtlich hat Bethany eine Leidenschaft für Spiegel.
Wissen Sie etwas darüber? Oh ja, die Arme. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Junge namens Hammond in ihren Spiegeln lebt. Jeden Tag hat sie mit ihm geredet. Verstehe. Wiedersehen. Okay, deswegen hat sie versucht. Wahrscheinlich... Oh, ich werde gerade angerufen. So, da bin ich wieder. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Alles verballert. Was hat die mir jetzt hier überhaupt erzählt? Ich weiß nicht. Aber ich habe alle Hinweise gefunden. Hey. Ja, aber ich müsste jetzt eigentlich Salvation Harbor, ne? Irgendein Glasgedöns, Glasfabrik, keine Ahnung. Das ist auch egal. Bethany's Notiz, alles was ich tue, blablabla, da kennen wir schon. Ah, hier ist das noch nicht das komplette Bild. Ich schätze mal, das wird auch der Hammond sein, ne? Der Junge da auf der rechten Seite. Bethany braucht aus der Innenanstalt aus. Die nächste scheint eine Glasfabrik namens Randall Glassworks im Bezirk Salvation Harbor zu sein. Aha. Super, das habe ich aber noch gar nicht gefunden. Oh, okay. Wie mache ich das denn dann? Scheiße. Was sieht denn hier so ein bisschen nach Industriegebiet aus? Nichts. Super. Das hier höchstens, ne? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay, warum ich da jetzt den Kompassmarkierung hingetan habe, weiß ich jetzt auch noch nicht. Okay, also dann scheint uns diese Sidequest doch noch ein bisschen länger zu beschäftigen. Ich hatte ja wirklich kein Problem mit, ne? Weil die Hauptquest war genauso interessant, aber ich finde auch die Nebenaufgaben nicht schlecht. Auch schon die ganzen Texte, die man gelesen hat, also auch nur wenn es publige Briefe waren, ne? Aber da haben sie sich echt schon Gedanken gemacht. Um das schön ekelhaft alles zu gestalten. Oh. Ist jetzt ein bisschen schief, wa? Dein Kleid. Egal. So. Da wollte ich rein. Ich hoffe mal, dass das ist. Sonst müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Weil ich kann mich auch nur daran erinnern. Ich meine, ich habe mal sowas gesehen, dass da irgendwo mal ein Schild stand mit Randalls irgendwas und sowas. Ob es jetzt da war, ob es woanders war, keine Ahnung. Kann vielleicht einfach nur ein LKW gewesen, ein Liefer-LKW oder sowas in der Richtung. So. Gut, schauen wir nochmal. Ach so, das ist eine Kirche. Ja, okay. Entschuldigung. Nun gut. Aber mir muss doch irgendjemand helfen können. Mal ihm eine Karte oder sowas. Ne? Dass mir mal jemand sagen kann, wo diese Kackfabrik ist. Ganz viele Klamottengeschäfte haben wir hier schon mal. Was steht da? Windham Street. Na gut, hier sehe ich jetzt erstmal schwarz tatsächlich. Ich weiß, es wird irgendwo sein, wo Straßen sind, denke ich mal. Hier vielleicht in diesem Bezirk. Was ist das? Juwelry, Accessories. Wie ein blöder Juwelier. Oder steht jetzt irgendwas, dass ich jetzt erstmal irgendwie zum Throckmorton zurück muss oder irgendwie sowas, dem man erzählen muss? Bezirk Salvation Harbor zu sein. Das ist aber nicht mal in der Himmelsrichtung steht, ne? Das ist unglaublich. Skandal.